Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nova Novus mit dem Tonwolf 40700. Herzlich willkommen. So, wer sich fragt, wo mein ganzes Geld hin ist, ich werde es euch gleich zeigen. Achso, und ja, ich habe noch 66 Vote Coins und ich habe heute noch nicht gewotet. Ich habe 21.089,98 Dollar. Ich bin reich. So. Kann ich das eigentlich auch einsehen? Money, Tom 040700. Ja, Tatsache. Ernsthaft? Ja, also, ja, kann ich. Kann sie ja auf meinen Kontostand einsehen. Ja, also das ist mein Kontostand. Lol. Tom sein Kontostand. Deiner ist ja richtig geil. Ich hab 12 Euro. Kannst du mir mal noch 10 überweisen? Ah, ich bin ja heute mal sozial. Dann habe ich genau 22,22 Euro. Oder Dollar. So, ja. Seit der letzten Aufnahme ist sehr viel passiert. Wir haben mal zwischendurch was offline gemacht. Oh mein Gott, wir haben euch nicht... Wollen wir bei dem Mini-Event mitmachen? Da kommen noch genügend. Nochmal die Chat-Optik, mach ich mal komplett runter, ich will jetzt nicht gestoppt. So. Also, wir haben ja in zwischen den Folgen haben wir noch ein bisschen was gemacht. Das werdet ihr gleich sehen, und zwar zum Beispiel hat Georg sein Haus weitergebaut. Nee, angefangen. Nein, das Haus hat niemand in der Aufnahme gesehen. Doch. Nein. Doch. Nein. Ich glaube, in meiner letzten Aufnahme war das Haus schon da. Ja, aber mal ganz kurz nur. Also das ist von unserem Mitbewohner. Von Georg, ja, das Haus. Das haben wir aber nie erwähnt. Da. Alle bitte sofort Skin klauen. So. Welchen ich mal erstellt habe. Ja, auf jeden Fall. Jetzt schon wieder so Baby-Kack-Babys-Zombie-Gedöns. Aber da ist schon wieder so Mob-Form. Nee, ja, kann man so scheiße schlagen. Dann hat Tom sein Haus ein bisschen... Innen habe ich schon angefangen, die Wände hochzuziehen. Ja. Oh mein Gott. YouTube-Besprechungsraum, oh hier unten geht's dann halt zum Keller. Ja, zum Wein. Zum Wein? Nee, zum Lachen. Oder zum Lachen, ja. Ja, natürlich die zweite Etage gibt's auch noch, wo dann Küche, Schlafzimmer, Wohnzimmer und Bad entsteht und mein Aufnahmeraum. Wohnzimmer, auch noch mal... Badezimmer, ein Schlafzimmer. Ja. So. Ja. Dann... Draußen geht's erstmal. Was steht hier? Ach da. Dann wurde die Baumform ein bisschen erweitert. Ja. Die ist jetzt Dann haben wir übrigens eine Kakaoform. Eine Kakaoform haben wir jetzt, dann haben wir... Halbautomatisch. Wir könnten die übrigens mal abernten. Und? Ja, hat gleich beim ersten Mal funktioniert. Bei dir ruft jemand an. Och Mann! Nee, das war hier... Achso, es war bis eine Nachricht. Jetzt ist Musik weg. So. Nee, Musik ist alle, die geht gleich weiter. So. Ja, Kakaoform. In der letzten Folge war ja das 25k Kuppel Special. Für unsere Mobfarm, ja. Aber die Mobfarm ist nicht so, wie wir die wollten. Das wird jetzt ab sofort unser Shop. Kann man ja mal hochgucken. So, achso, jetzt stehen wir hier übrigens so. Auf dem Shop. Ja, du musst meinen Warpoint benutzen. Ich habe den hier vorne aufgestellt. Also hier spawnt man dann. Hier genau über dem Fallschacht, genau über die Mitte. Ja, das wird dann halt unser Shop. Sollte der ja schon von der letzten Aufnahme kennen, dieses Gebäude hier. Wenn er dieses... Ja, halt jetzt nur alles ausgeleuchtet und alle Trapdoors wieder zugemacht, ja. Die wir mühselig aufgemacht haben. Und eben diese Löcher hier mit Glas ausge... Genau, es kann kein Käufer mehr verunglücken bei uns. Richtig. Achso, und eine grundlegende Neuerung von dem Server für uns, was er für uns getan hat, ja. Wir können ja jetzt mal was im Chat schreiben, wie... Ich sehe den Chat eh nicht. Aber ich sehe ihn. Aber das sehen es halt meine Zuschauer. So, vor meinem Namen steht YouTube, ja. Wir haben auf diesem Server YouTuber Rang bekommen. Juhu, endlich. Yes. Ich habe ja nur 3 Millionen gewartet, aber... Nicht beschweren. Ja, ich weiß, das sieht man da. Nein, es ist alles gut. Für was Schönes wartet man natürlich auch mal. Richtig. Ja, was ist noch passiert? Wir haben jetzt auf dem TS haben wir unseren Aufnahmeraum bekommen. Ja. Und dann können wir unten weitermachen.
Richtig, dann geht's eben jetzt in alter Frische weiter. Ja, also wir können hier auch ins Nether, ich weiß nicht, ob das in der letzten Folge schon der Fall war. Oh mein Gott, jeder hat einen Sky Cave Key bekommen. Das ist ernsthaft? Ja. Pass auf, Creeper. Creeper! Creeper! Ich bin schneller. So, dann gehen wir gleich mal hier zum... Sky Cave Create Key. Oh, ich mein Gott, ich habe eine Kuh bekommen. So, das können wir übrigens immer noch gewinnen. Na, dann werde ich jetzt ich mal... Ich habe vier Bücherregale bekommen. Stellen. Wieder ES, nicht Islamischer Staat, sondern immer noch unsere Insel. Dann auf jeden Fall können wir ins Nether, dann geht's hier weiter. Wir haben ein paar Kühe, Schafe, bla bla bla. Ein paar. Georgsen überzüchtet die immer, also wir dünnen die regelmäßig das ist unser aus. Wir dünnen die regelmäßig aus und naja. Ja. Das Feld haben wir ein bisschen erweitert. Dann ja, das ist unser Mob-Grinder hier hinten. Ja, achso, Mob-Farm, da haben wir halt jetzt zwei kommst du jetzt eigentlich mal wieder? Achso, ich will da hinkommen. Du? Ja, ich hab jetzt angefangen, mein Haus weiterzubauen. Da, du musst vielleicht mal deinen Zuschauern noch alles zeigen. Nee, bleib dort. Die Zuschauer schalten einfach auf meinen und nö. Abonnieren mich nebenbei. Doch. Nö. Doch, also nö. Hier haben wir unseren Mob-Grinder. Hocheffektiv. Ich hab dir das schon gezeigt. Nein. Doch. Wann denn? Ich hab nur nichts gesagt. Ja, wenn du das nicht erklärst. Ja, das ist unsere Mob-Farm. Hier drüber sind unsere Spawn-Kammern, Skelett und auf der anderen Seite ist Zombie. Richtig. In die Richtung wird wahrscheinlich noch irgendwas anderes drankommen. Vielleicht, das Spinnen jetzt nicht unbedingt. Naja, müssen wir uns mal einfallen lassen. Ja, vielleicht wird es dann hier noch extrem Spawn-Kammer für alles Mögliche. Ja, die werden halt hier so rübergetrieben, direkt in den Mob-Grinder, aber wer sich damit ein bisschen auskennt, sollte das auch kennen. Dann hat hier da... Codierung, bla bla bla. Sachsenhaus so ein bisschen was gebaut. Ja, ich hatte Langeweile. Ja, wenn wir hier zum Beispiel Karotten reintun, dann werden die sofort gedüngt und ploppen wieder raus. Können sie auch ausprobieren. Dahinter der. Sehr schön. Soll es auch noch rangehen. Damit er alles einsammelt. Schön. Und solange da noch Bone hier drin ist, geht das durchgehend. Wow. Ja, auf jeden Fall das. Dann hab ich ein bisschen Cobblestone, nee, hier ist keiner mehr drin. Ja, Cobblestone, der war ja auch extrem. Hier ist ein bisschen Cobblestone drin und nee, hier sind Pfeile drin. Hier haben wir noch ein bisschen Cobblestone und hier. Und oben im Shop sind gefühlte 8000 Kisten voll mit Cobblestone. Hier ist auch noch Cobblestone, also ich habe sämtliche Kisten mal mit Cobblestone aufgefüllt, die ich gerade so finden konnte. Und wo noch Platz drin war, wir haben natürlich zwischendurch noch ein bisschen Cobblestone verbraucht. Aber gut, was tut man nicht alles, um den Zuschauern was zu bilden. Richtig. Ja. So, dann können wir jetzt eigentlich mit unserem eigentlichen Geschehen weitermachen. Was steht denn hier hinten dran? Ah, das ist mein Grundstück. Das ist meiner. Das wird geheim. Das bleibt bis dahin geheim, bis ich es aufgebaut habe. Eine Autoschrauberwerkstatt werden ernsthaft in das Minecraft. Das bleibt geheim, bis es auf. Willst du da Boote aufpeppen oder was? Was Boote? Ja, es gibt ja nur Loren und Boote als Gefährte in Minecraft. Lass mich machen. Warte mal, ja, dann sehen. So, wir könnten mal in meinem Haus weiterbauen. Grundwände mal hochziehen. Haben wir irgendwo noch eine Schere? Da muss ich mal in den Keller gehen, ob ich da noch eine Schere irgendwo habe. Ich habe mir überlegt, dadurch, dass mein Haus ja mehretagig wird, dass wir die zweite Etage für die Kühe und Schafe und so weiter reservieren und die komplett neben diesen beiden riesigen Mob-Born-Kästen kriegen, die ihre eigene Etage. Das ja. Ist aber nett. Hm.
Finde ich auch. Haben wir noch irgendwo Oakwood? Besser außer da vorne stehen. Nee, das ist nur... Boah, das ist auch wieder schön. 10 Minuten verplempert. Ach. Das war rosa Wolle. Der war roter. Der war auch wieder rosa Wolle. Also Rotten Flash haben wir übrigens übelst viel. Ja. So, dann wollen wir mal schauen. So. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer jetzt hier alles auf dem Server spielt. Vielleicht trifft man sich ja dann mal. Warte mal ganz kurz. So. Ja, ich habe gerade Essen bekommen. Schön. Ja, ich sollte wahrscheinlich... Also wir können Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag früh können wir ungestört aufnehmen. Schön. Ja, das sind Samstag früh bin ich nicht da. Nee, Sonntag früh. Ach, Sonntag früh. Ja. Oh. Meine Eltern sind bis Sonntagabend weg. Gut, morgen Nachmittag kommt dann mal noch jemand vorbei und bringt Eier. Schön. Ja. Ey, echt, haben wir... Boah, Mann, Ja, es ist schon... Ich hab grad was geliefert bekommen und das steht gerade im Weg rum, weil ich ins da gleich reintatsche. Lecker. Ich wollte mir mal eine Axt craften. Eine Axt. Big Axt. Brauche ich erstmal Stöcke. Brauche ich erstmal Planks und brauche da zwei von und da das und dann hab ich eine Stone Axe. Wir hatten ja schon wieder nicht richtig abgeholzt, also nee. Das geht mal wieder gar nicht. Dann hier auch noch so Krüppelboom. Hey. Wenn der Baum mal aufhören, noch mehr Verzweigung zu haben. Es ist dezent nervig. Gut, ich bin bei Tom in der Aufnahme total unsynchron. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Na, der Bot läuft ja über meine Internetleitung und die muss erstmal aussenden, dann muss ich das erst empfangen. Und in der Zeit, wo ich dann schon, also das erste empfangen habe, ist es bei Tom schon angekommen. Ich muss ja aber nochmal senden, meine Stimme, und Tom muss meine Stimme ja dann nochmal empfangen, deswegen. Ja. So. Okay. Musikbot spackt gerade dezent rum. Bei mir geht's. Ja, ich habe wahrscheinlich... Keine Ahnung, ob ich durchgehend DDoS-Angriff bekomme oder was. Wahrscheinlich. Hast du Hater? Was? Hast du Hater? Vor allen Dingen, ich krieg... Also wenn das wirklich ein DDoS-Angriff sein sollte, ist mein Internet zu gut. Ich hör dich flüssig. Normalerweise wird ja durch einen DDoS-Angriff die Internetleitung komplett lahmgelegt. Ich hör dich. Außer da ist eine zu gute, dann gewinnt Internetleitung. Echt? Das ist
krieg hier die Krise. Warum? Wenn ich muss immer noch unter meiner Maschine auslöschen. Und wir können schon mal wieder die Folge beenden. Ich denke mal, Tom wird die Abmoderation machen. Ja. Ja, stimmt, es sind ja schon 15 Minuten um. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann. Ich werde die Abmoderation für meine Gäste dann nochmal wieder. Okay. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst wieder wie immer ein Like da, und damit ihr keine Folge von Nova Novus, dem neuen tollen Projekt, verpassen wollt, was jetzt übrigens schon die 10. Folge ist, dann lasst auch gerne ein Abo da. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss. Jetzt darfst du noch gerne... Ja, nochmal für, jetzt nochmal für meine Zuschauer. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch. Abonniert uns, um sofort zu sehen, wann wir eine neue Folge hochgeladen haben. Und wenn ihr gerne mitspielen wollt oder wir mal eure Insel angucken sollen, wenn ihr hier drauf spielt, dann kommt natürlich gerne vorbei. Schreibt uns in die Comments, wie ihr heißt, was ihr macht, wann ihr wollt, und ja, keine Ahnung, und schreibt noch irgendwas anderes Bartes rein am besten. Und habt auf jeden Fall viel Spaß dann mit uns. Wir können den Server bisher nur empfehlen. Er hat... Ja. Ich glaube, einen halben Tag das Angriff komplett überlebt. Ja. Also gut, er ist halt abgeschmiert, aber die Server-Admins, die sind halt wirklich sehr gut hinterher, was das Reparieren von solchen Angelegenheiten betrifft. Und sind alles sehr nett. Und ja, ich werde bis zur nächsten Folge, werde ich hier mal meine Grundfläche noch ein bisschen nach hinten ausbauen, so, keine Ahnung, 10 Blöcke oder so, und werde dann mal hier noch die Grundmauern drumherum ziehen. Ist ja jetzt nicht speck. Spektakuläres. Werde ich eine Decke draufziehen und werde vielleicht, wenn ich es noch schaffe, eventuell mache ich das auch in der nächsten Folge, die Grundmauern für die zweite Etage draufziehen, und dann treiben wir in der nächsten Folge mal sämtliche Tiere hoch. Das wäre doch was, was höchstwahrscheinlich sehr viel Spaß machen wird. Ja. Auf jeden Fall bis zur nächsten Folge und tschüss. Tschüss.